Liebe Leute, hier ist euer Ragnar. Herzlich willkommen zurück zu Against the Storm. Wir sind schon in der zweiten Mission. Die hat schon gestartet mit einer kleinen Erklärung. Da habt ihr jetzt leider den Anfang verpasst. Jetzt gibt es auf jeden Fall hier anhand der Pfeile, wenn ich mal die Steuerung übernehmen darf, können wir jetzt dann die Bedürfnisse sehen. Und ja, ihr seht es, wir können jetzt hier Böden, also Felder bauen, Felder bepflanzen. Ja, ein bisschen mehr Nahrung quasi und so weiter und so fort. Baue eine Farm, ernte Getreide und schenke etwas Bier in einer Schenke aus. Werden wir gleich machen, sobald das Spiel losgeht. So, mal gucken. Wann darf ich? Jetzt hat. Wir können jetzt hier aufmachen. Da sehen wir dann quasi, welches Gebäude oder welches Bedürfnis wie befriedigt wird. Zum Beispiel ein Menschenhaus würde mir maximal einen Bonus plus 6 treffen. Ich weiß gar nicht, was ein einzelnes Haus bringen würde. Ja, also wenn wir Kleidung haben, wenn wir Menschen im Haus haben, dann befriedigen wir Bedürfnisse. So, haben wir jetzt gerade nicht. Das hat natürlich jedes Volk, ist ja klar. Wir gucken mal, wir fangen an mit einer Kleinfarm. Wie gesagt, wir sind erst im zweiten Tutorial, deswegen alles ganz easy. Kleinfarm. Bauen wir mal hier so hin. Oder so hin. Feindseligkeit des Waldes, ja. Schön. Ist noch auf 0. Was sagt er gleich? Wahrscheinlich, wir sollen gleich einen Acker bauen. Wir setzen jetzt mal ein, zwei Menschen rein. Okay, sagt er nicht. Ich hätte jetzt erwartet, dass er noch sagt. So, und jetzt bauen wir mal die Acker. Hier, Acker. Wir bauen mal hier. Wie viel genau? Die vier da drüben auch noch. Also ihr seht es, wir können auch hier draufklicken. Dann wird jetzt ein Acker gesetzt und wir bauen an Pflanzen und Getreide. So, soweit wären wir. Dann haben wir die erste Mission bekommen. Oh, wir haben gleich zwei Missionen bekommen. Einmal, wir sollen die Farm bauen und wir sollen Acker bauen. Haben wir gemacht. Wir kriegen dafür 25 Fässer Waren. Einfach 25 Fässer. Wir kriegen zwei Menschen. Wir kriegen natürlich eine Reputation. Holen wir uns. Und dann sollen wir zwei Holzfäller und zwei Unterkünfte bauen. Werden wir mal direkt, wir drücken mal schnell Pause, werden wir direkt anfangen. Holzfäller, wo sind die Lichtungen? Einmal hier, einmal hier. Wähle einen neuen Entwurf, ja. Schauen wir mal rein, was haben wir hier noch? Heiliger Scheiterhaufen, genau. Wir kriegen ein Trapper-Lager. Fleisch, Insekten, Eier, okay. Nehmen wir mal an, hier hinten sind zum Beispiel Eier. Aber erstmal bauen wir die beiden Holzfäller. Und wir bauen hier mal wie immer einen Weg drum. Mache ich irgendwie immer, ich weiß auch nicht warum. Holzfäller, Biber, Biber. Okay, ich dachte, wir kriegen neue Leute. Nein, wir kriegen ein Artefakt. 5 Fässer pro Minute oder 50% auf die Menge der Waren, die in einer Kleinfarm produziert werden. Ich glaube, wir nehmen die Fässer, weil so leicht können wir die gar nicht produzieren. Also praktisch. So, da tun wir noch einen Menschen dazu. Und dann sagen wir einmal, wir wollen uns hier durchhacken. Und ich hätte gerne das hier auch weg, wegen den Eiern oder was auch immer das hier oben ist. Und das muss auch weg. Wegen Schlammmuschelbrutbutter. Da kriegen wir Fleisch raus, aber wir brauchen auch Platz dafür. Gut, und dann sollen wir Häuser bauen. Für die nächste Quest quasi. 2 Häuser bitte. Dann legen wir los. Holz machen wir jetzt. Holzfäller sind da. Wir bräuchten noch 3 Biber im Idealfall. Schauen wir mal, was bei den Gebieten rauskommt. Unterkünfte sind fertig. Nächste Quest ist erledigt. Wir kriegen, oh, 2 Biber. Teile und natürlich einmal Reputation. Heißt, wir können die nächste Belohnung wählen. Die Brauerei. Ja, um die geht es ja heute. Oder in dem Tutorial. Biber. Biber. Den einen Menschen lassen wir erstmal drinnen. Und dann bauen wir doch gleich mal die Brauerei. Machen wir mal, ja. Machen wir hier hin.
Was brauchen wir denn dafür? Ah, da brauchen wir schon Ziegel und Stoffe. Dann können wir das eigentlich nochmal abbrechen. Dann müssen wir nämlich erstmal eine primitive Werkbank haben. Und dafür brauchen wir natürlich auch ein Sammlerlager. So machen wir das. Und hier hinten haben wir auch Fleisch. Okay, viel Fleisch. Ist ja gut fürs Essen. So. Da setzen wir jetzt mal einen Menschen und einen Echse dabei rein. So, hier sind wir auch drinnen. Kleines aufgegebenes Versteck. Hier brauchen wir 6 Werkzeuge. Wir könnten uns Ziegel, Keramik und Bären holen. Oder wir holen uns Bernstein und Reputation. Bernstein ist, wenn wir einen Markt haben, können wir da handeln damit. Wir könnten uns überlegen, holen wir uns hier eine halbe Reputation und hoffen halt, dass wir woanders auch eine halbe Reputation rausbekommen, weil dann hätten wir eine ganze. Oder wir nehmen die Waren und ich bin für die Waren. Wir setzen da mal schnell beide Leute rein und sagen untersuchen, damit es möglichst schnell abgehandelt wird. So, wir brauchen entweder, also wir brauchen 10 Getreide und wir brauchen eine Brauerei und 8 Bier. Okay, das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen, liebe Leute. Erstmal kümmern wir uns hier genau Versteck. So, ist erledigt. Belohnung kommt. Belohnung kommt. Hier brauchen wir einen Sammler. Wir haben gerade keinen. Huch. Ich immer mit meinem Escape. Passiert mir bei vielen Spielen. Immer blöd, wenn das Escape gar nicht belegt ist. So, jetzt kriegen wir Bevölkerungszuwachs. Und ich möchte... Eigentlich hätte ich gern den Echsenmenschen, aber ich hätte gern auch einen Biber, weil ein Mensch ist noch beim Holzhacken eingeteilt. Wir nehmen aber trotzdem erstmal den Echsenmenschen hier. Den hätte ich nämlich gerne hier. Komm, wir setzen den Mensch auch rein, weil wir kriegen, sobald das hier rausgeholt wurde, diese Belohnung, kriegen wir ja einen Echsenmenschen und einen Menschen wieder raus. Haben wir sogar einen Echsenmenschen mehr, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Hier hackt man da oben das Holz noch weg, das ist okay. Hier hackt man uns auch zur nächsten Lichtung durch. Getreide kommt von selbst, wird da angebaut. Die Frage ist nur, wann? Schauen wir mal. Hier hinten ist, glaube ich, schon Getreide. Und wir könnten aber schon mal... ein Trapper-Lager bauen. Dich würde ich gerne verschieben. Hierhin. Und dann können wir jetzt nochmal schauen wegen der Brauerei. Die können wir noch nicht bauen, aber bald. So, hier hinten. Nährboden, kleiner Lagerplatz, Lehm und Graskappe. Nährboden hier oben nochmal. Wir könnten ein zweites Feld bauen. Wir bräuchten 8 Gemüse und könnten entweder sagen halbe Reputation oder Mensch und ein Biber. Werden wir auf jeden Fall direkt befüllen. Also Belohnung, wir wollen den Mensch und den Biber. Jetzt haben wir niemanden, der die Baustellen bedient, aber wir holen uns ganz schnell das Lager, das ist wichtiger. Danach haben wir wieder mehrere Leute. Wir könnten eigentlich hier dabei auch den Menschen schon mal raustun, weil wir kriegen gleich einen Biber für... da. Dann kann der Mensch schon mal hier weiter bauen. Ah, übrigens, Quest ist fertig. Zack. Wir kriegen 8 Stoffe, 8 Ziegel. Geilo. Und natürlich ein neues Gebäude, die Räucherei. Hier kann man Fleisch räuchern. Das sind alles Luxusartikel. Ich glaube, Fleisch ist für den Biber, oder? Nee. Hier, für den Echsen. Dörrfleisch. Und für den Menschen auch. Nur für den Zwerg nicht. So, hier bräuchte man einen Jäger. Und hier setzen wir jetzt einen Menschen rein.
Wir sagen erstmal, wir wollen Bier produzieren, das andere ist Wein und Breisuppe. Aber erstmal sagen wir, bitte produziere bitte Bier. Schüsseln haben wir vorhin mal über eine Quest bekommen, Getreide bauen wir an. Und eine Quest erledigt. Nein, zwei neue bekommen. Wir brauchen... Oh, wir müssen die Menschenentschlossenheit über 75 halten. Da müssen wir erstmal hinkommen. Und Schenke... Und Freizeit. Wir sollen 20 Mal das Bedürfnis Freizeit erfüllen. Wir brauchen dafür eine Schenke, ja, für das Bier. Okay, jetzt haben wir keinen Platz mehr langsam. Diesen Holzfäller können wir umsetzen. Den setzen wir mal hier hinten hin und wir sagen, wir hacken uns hier überall rein. Jetzt wollen wir hier alles wegmachen. Und dann könnte man eigentlich... wo ist die Schenke? Hä? Wir haben gar keine Schenke. Okay, dann bauen wir mal die Räucherei. Damit kann man nämlich Menschen auch glücklich machen. Eine Schenke, die wir gar nicht haben. Ja, kommt wahrscheinlich noch. So, hier... Wo war der andere Holzfäller? Hier können wir noch einen Biber reinsetzen. Jetzt haben wir noch zwei Menschen übrig. Boah, Zufriedenheit geht hier überall runter, weil wir Unwetter haben. So, hier setzen wir mal rein einen Menschen. Ja, wir könnten mehr... Echsen gebrauchen. Ah. Getreidesäcke, spezialisiert Getreideanbautechniken. Die Getreideproduktion wird für jeden 25. Anbau um 1 erhöht. Naja. 50% der Menge der Waren in der Brauerei, das nehmen wir. Ah, und jetzt kriegen wir Leute. Ich will Echsen, Menschen, diese Fix. Zwei Menschen, ein Zwerg. Ja, komm, wir brauchen noch Leute. Können wir nämlich auf jeden Fall jetzt hier noch jemanden reintun. Und hier brauchen wir halt Echsenmenschen. Wir bauen mal noch mehr Unterkünfte. Der Handelsposten ist das, was ich meinte mit... da können wir handeln. Bauen wir auch mal. Oh, Quest ist fertig. Wir kriegen eine Tasche. Jeder Bauarbeiter kann 5 Gegenstände auf einmal mehr tragen. 30 Pilze, 50 Fässer. Das ist natürlich grandios. Und wir kriegen hier die Schenke. Wir kriegen die Schenke. Bauen wir mal hinter die Brauerei. So. Ja, wir brauchen mehr Platz. Wir brauchen mehr Platz, liebe Leute. Okay, Zufriedenheit bei den Menschen steigt. Auch wegen den Häusern. Dörrfleisch ist halt noch nicht erfüllt. Weil wir erst einstellen müssen, dass wir mit Fleisch kochen wollen. Also wenn man so draufklickt, kann man das immer auswählen. Sehr gut, sehr gut. Bier, haben wir Schüsseln, wir stellen mal ein Fässer. Ja, und Getreide. Wir könnten auch aus Wurzeln kochen. Ich stelle mal das Gemüse aus und sag mal nur Getreide. Sammellager hat kein Vorkommen. Welches Sammellager? Das hier unten, okay. Geil, wir haben nichts mehr zum Sammeln. Wir haben nichts mehr zum Sammeln. Oh, wir können handeln. Jetzt überschlägt sich gerade. Und ich glaube, wir brauchen natürlich auch mal einen Steinmetz. So, dich verschieben wir dabei. Ich kann mal gerade nicht gebrauchen. Und wir schauen mal kurz, was wir handeln können.
Getreideproduktion. Auf jeden Ertrag erhältst du zusätzliches Getreide. Dafür brauchen wir allerdings ganz viel Bernstein. So viel, wir haben gar keinen Bernstein. Also wir können hier unten nichts handeln. Das obere Zeug interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht großartig. Irgendwas, was wir großartig verkaufen können. Aber ich habe keinen Bock, 24 Gemüse herzugeben. Nee, wir müssen erst warten, bis wir Bernstein haben. So, wir haben uns hier unten reingehackt. Oh, hier ist etwas. Halbes Level und Bernstein oder Breisuppe, Ölgefäße, Bündel mit Mänteln. Oh, das Zeichen nervt. Ich hätte ja jetzt gern mal das Bernstein. Komm, wir gehen diesmal aufs Bernstein. Untersuchen. Einfach damit wir Bernstein haben mal. So, hier setzen wir einen Echsenmenschen. Ah, und hier Schenke, einen Menschen. So, dann hätten wir das Bedürfnis Freizeit wird erfüllt und die Quest, die Menschen müssen wir einfach nur so lassen. Wir sollen 15 Baumaterial herstellen und 15 Proviantpakete. Da brauchen wir das nächste Gebäude, das wir noch nicht haben. Der Händler ist weg. Nichts mehr möglich mit Handeln. Nichts mehr möglich mit Handeln. Ja. Wie viele Obdachlose haben wir noch? Drei, zwei. Also wir bräuchten eigentlich noch am besten noch zwei Unterkünfte. Zwei Unterkünfte. Also Wege machen in dem Spiel eigentlich, soweit ich weiß, kaum Sinn. Wir bauen sie trotzdem mal einfach, weil wir es können. Oh, wir haben eine Quest erfüllt, die Zufriedenheit der Menschen. Ja, Getreideproduktion Bonus plus 20 Schilf und natürlich eine Zufriedenheit. Wir kriegen jetzt den behelfsmäßigen Außenposten. Hier können wir die Proviantpakete und das Baumaterial herstellen. Setzen wir den mal dahin. Hier können wir das Gebäude auch verschieben. Dann können wir eigentlich auch wieder jemanden reinsetzen. Und wir haben uns hier hinten reingehackt. Oh, gleich zwei Lager. Nährboden, Flachsfeld und noch irgendwas. Hier brauchen wir 10 Werkzeuge. 18 haben wir noch. Kuchen, Fässer, Ziegel wäre natürlich sehr nice. Oh, Fleisch, okay. Hier 10, 0,5, 30 Holz. Hier werden wir Fässer und Kuchen nehmen. Machen wir erst hier untersuchen. Was gefallene Ex? Du kannst. Ah, das ist das Lager hier. Okay. Und hier werden wir dann die Nahrung wählen. So, wir können neue Leute wählen. Drei Menschen, zwei Echsenjäger. Oh, wir brauchen Echsen. Weiß zwar nicht, für was ich den Zwerg brauche. Aber wir brauchen ein paar Echsen noch. Wir brauchen ein paar Echsen. So, und dann werden wir hier sagen: Echse, Echse, untersuchen. Ich glaube, unsere Holzfäller sind voll beide, gell? Ja. Und hier haben wir auch keine Aufgabe mehr. Wir verschieben den mal so hin und sagen, hack dich mal bitte hier rein. Dann könnte man in der Taverne, könnte man eigentlich einen Zwerg servieren lassen. Passt für mich ganz gut. Das passt für mich relativ gut. Menschen sind glücklich, die anderen noch nicht so. Zwei Obdachlose haben wir. Dich verschieben wir mal ein bisschen weiter hier rauf, dass die Bäume hier schneller weggehen.
Ah, hier unten haben wir uns auch reingehackt. Was, noch eine Reputation? Stimmt, wir haben das erste Dingsbums erfüllt. Unten das erste Lager. Wir können Biber... Echsenmensch, wir nehmen mal die Biber, weil die kriegen wir am schwersten gerade rauf. Bauen auch mal irgendwo ein Biberhaus. Bauen wir doch eins mal hier hin. Was ist hier los? Ah, okay. Wir tun erstmal einen Menschen rein. Nein, tun wir nicht. Weil wir haben hier noch... Ah ne, haben wir. Okay, den Auftrag haben wir schon. Dann tun wir einen Menschen rein. Und wir wollen keine Feldfrüchte, aber wir wollen Proviant und Baumaterialien. Baumaterialien aus Holz hört sich für mich okay an. Kräuter haben wir nicht, wir haben nur Beeren. Dann machen wir hier mal Proviantpakete dabei aus Beeren. Und jetzt warten wir, bis das hier fertig ist. Und gut ist es. Arbeiterzuweisung aufheben. Nee. Da werden wir nichts aufheben. Also man sieht, wir haben hier noch zwei Leute und hier noch zwei Leute drin. Die sind nur beschäftigt, Waren zu tragen. Und die werden jetzt auch erstmal getragen. Übrigens hier, by the way, unsere Echsenmenschen sind auch voll von der Zufriedenheit. Ich glaube, sie haben ein bisschen was an dem Spiel gedreht. Früher hatte ich da eher größere Probleme, die zufriedenzustellen. Oh, und hier haben wir bald die erste Ungeduld voll. Aber passiert. Erste Lager ist fertig. Heißt, wir haben wieder freie Leute und wir haben, oh Gott, jede Menge Meldungen. Erstmal, wir haben eine Quest fertig. Wir kriegen zwei Biber schon wieder. Nicht Zwerge, Biber, oh Gott. Und ich lasse einen Zwerg in der Schenke liefern. Nein, das ist ein Biber. Wir kriegen Werkzeuge, wir kriegen Fässer und wir kriegen natürlich, wir haben die Karte gewonnen. 80 Erfahrungspunkte, 12 Nahrungsvorräte, 2 neue Zitadellen-Upgrades. Gut, gehen wir auf die Weltkarte. Jetzt geht es nämlich interessanter weiter. Das Spiel öffnet sich ein bisschen. Wir haben jetzt Stadt 1, Stadt 2. Ich weiß gar nicht, ob man hier theoretisch weiterspielen könnte. Und dann haben wir allerdings auch die schwellende Stadt jetzt in der Mitte. Und in der schwellenden Stadt, hier können wir Upgrades zum Beispiel kaufen. Handelswege, okay. Wir können Upgrades kaufen. Wir fangen mal mit dem untersten an. Wir haben hier oben Artefakte, Nahrungsmittelvorräte und Maschinen. Man sieht hier zum Beispiel, es kostet 10 Brot. Das sind ein paar Upgrades, also man hat ein bisschen was zu tun. Und das unterste Upgrade heißt zum Beispiel einfach nur Obsidianarchiv, ein Ort, an dem die Aufzeichnung über große Vizekönige aufbewahrt werden, schaltet Taten frei. Taten schauen wir uns gleich an. Und dann hätten wir als nächstes die Upgrades Grundstein verfügbar. Weiß ich gar nicht, was es ist. Das ist neu. Und die Bibliothek, neues Gebäude, das wir eventuell bekommen, erfüllt Religion und Luxus, Bildung. Oder wir kriegen zum Beispiel den Regenkollektor, wir kriegen die Mine, wir kriegen gepflasterte Straßen. Also man sieht, das Spiel baut quasi darauf auf, dass man öfter spielt. Und wir werden das zweite auch gleich freischalten. Ich will die Straßen haben. Deswegen schalten wir die gleich mal frei. Zack, alle unsere Brote weg. Und jetzt haben wir hier die Taten. Das ist neu, glaube ich. Das kenne ich nicht. Entdecke 30 Lichtungen, schließe 30 Aufträge ab. Handle Wert im Waren von 300 Bernstein. Gewinne ein Spiel mit mindestens 35 Dorfbewohnern. Okay. Das ist ja interessant. Au, witzig. Okay. 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 So, wie geht's jetzt weiter? Wir machen jetzt hier mal zu. Wir haben ja hier die Übersichtskarte. Und wir können an der Stelle jetzt einfach sagen, man sieht schon, wir ziehen hier irgendwo hin und bauen eine neue Stadt. Und man hat es ja auch gerade schon gesehen. Wir sollen, eine Tat ist, wir sollen ein Spiel gewinnen, im 4 Felder von der schwellenden Stadt entfernt. Umso weiter wir entfernt sind, umso schwieriger wird das Ganze.
Hier unten haben wir zum Beispiel einen Modifikator. Eine einst wohlhabende Siedlung, die vom Peststurm verwüstet wurde. In der Nähe befinden sich viele zerstörte Gebäude. Okay. Schwierigkeitsnormal. Schwierigkeit normal. Hier hinten sehe ich noch nichts. Belohnungen. Wir nehmen erstmal hier, oh hier 12 und 60. Wir haben hier irgendeinen Effekt. Schauen wir mal. Mittel. Normal. Länge. 12 Reputation, 12 Boden, Durchschnittsmenge, Belohnungen 12, dann 60 Erfahrungen und eine Waldstadt, eine auf Kräuterkunde spezialisierte Stadt, bietet Zugang zu Handelsrouten für Holz, Beretta, Wurzeln, Graskappenpilze und Getreide. By the way, hier unten läuft eine Leiste nach hinauf. Kann man nochmal zurückgehen? Ja. Der Zyklusfortschritt, genau. Sollten wir hier hinten angelangt sein, beenden wir den Zyklus und ich glaube, alle Städte hier werden zerstört und wir fangen von vorne auf der Karte an. Die schwellende Stadt bleibt aber. Nur mal so, by the way. So, wir schauen uns, wo war die Stadt jetzt? Hier, 12 und 60. Nee, das ist eine Waldstadt. Waren wir nicht gerade eine Kräuterstadt? Waldstadt. Ah doch, Kräuterkunde spezialisierte Stadt. Okay. Modifikationen. Geschenk der Wälder. Erntegeschwindigkeit in den Königsfeldern wird um 10% erhöht. Ja. Mir fällt gerade ein. Moment, Folgenwechsel. Zweite Karte ist beendet. Ihr habt jetzt schon mal die Stadtübersicht gesehen. Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.